Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute stelle ich dir 5 Seiten vor, wo du als Freelancer dein Geld zu Hause ganz einfach online verdienen kannst. Ich würde mich freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt oder dem Kanal ein Abo da lässt. Wir starten mit der ersten Seite, die sich nennt Work Genius. Ich habe selber auf dieser Seite sehr viel gearbeitet, mehrere hunderte Euro mit verdient mit dieser Seite. Funktioniert wirklich gut, Auszahlung läuft tipptopp. Ihr braucht hier, wenn ich mich richtig erinnere, für die Auszahlung Hyper Wallet. Aber ansonsten ist die Seite richtig, richtig gut. Ihr bekommt eine Rechnung und ist eine wirklich, wirklich gute Seite. Hier einfach eine Rechnungserstellung. Eine wirklich, wirklich gute Seite für Freelancer. Die Seite ist auf Deutsch. Ganz, ganz wichtig auch zu erwähnen. Die Seite ist auf Deutsch. Sprich, wenn ihr deutsche Projekte haben wollt, könnt ihr das Ganze hier machen. Ihr könnt hier gutes Geld mitverdienen. Ihr habt hier einige Projekte, ihr habt hier Projekte von Übersetzungen zu Texte schreiben, zu Grafiks und Logos Design, zu Umfragen beantworten, eine große, große Auswahl an verschiedenen Projekten und könnt hier auf der Seite gutes Geld mit verdienen. Wie gesagt, die Seite ist auf Deutsch und habe ich persönlich sehr, sehr viel Erfahrung mitgemacht und kann ich aus tiefstem Herzen nur empfehlen. Kommen wir auch schon zur zweiten deutschen Seite, die sich nennt freiguide.de. Das Ganze ist, wie gesagt, auch eine deutschsprachige Seite und ihr findet hier sehr viele verschiedene Projekte bzw. Aufträge. Wir können zum Beispiel mal kurz wo ist es denn? Auf die Fragen gehen. Zum Beispiel, was genau ist die Seite? Seid ihr eine Jobplattform? Die klare Antwort ist jein. Wir suchen für dich alle Aufträge aus dem Web zusammen und kategorisieren diese. Wir sind quasi dein Sammelbecken für neue Jobs und Aufträge. Eine eigenständige Jobplattform sind wir nicht. Ja, für wen ist die Seite geeignet? Für Freelancer und kleinere Agenturen? Kann ich bei euch auch eine Festanstellung finden? Nein. Was kostet das Ganze? Ja, das muss man natürlich auch definitiv erwähnen. Es gibt 40 Tage lang komplett kostenlos und danach kostet das Ganze was. Ja. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber vielleicht denkt sich der eine oder andere ganz cool, ja, was das Ganze bringt. Also ihr könnt hier die ganzen Fragen euch durchlesen. Ich finde die Seite gut, ich kann sie empfehlen, aber ist natürlich wegen den Kosten nicht für jeden was, muss jeder selbst entscheiden. Aber ihr findet hier einige verschiedene Projekte und die eine oder andere Sache macht es dadurch ein bisschen leichter. Kommen wir schon zur dritten Seite. Eine etwas bekanntere Seite, die sich nennt People Per Hour. Auch hier könnt ihr natürlich als Freelancer arbeiten, sehr viel Geld verdienen und in allen möglichen Bereichen, Content Writing, SEO, Website Development, Voiceover und so weiter und so fort, in sehr vielen Bereichen euer Geld verdienen. Ja, hier oben als Freelancer, auf Freelancer drauf drücken, dann hier I want to work as a Freelancer drücken, ja, dann könnt ihr euch hier dann anmelden. Eine wirklich, wirklich gute Seite, um Geld zu verdienen. Ich finde es immer sehr wichtig, auf so vielen Seiten wie möglich präsent zu sein und damit man genug Arbeit hat. Ich persönlich finde es sehr wichtig, auf vielen Seiten präsent zu sein, damit man so viel Arbeit hat wie möglich und beziehungsweise so viel Geld verdienen kann wie möglich. Weil umso mehr Seiten du angemeldet bist, umso verschiedene Projekte hast du, die du machen kannst. Deswegen eine Seite, die ich absolut empfehlen kann, englischsprachig, sprich ihr müsst im Englischen ein bisschen begabt sein. Eine weitere englischsprachige Seite ist freelancer.com, ja, eine wirklich, wirklich, wirklich gute Seite mit Top-Freelancern. Ganze ist wie gesagt eine englische Seite, wo ihr eben als Freelancer starten könnt in den verschiedensten Kategorien, wie man hier sehen kann, könnt ihr das Video kurz stoppen und alles durchlesen. Von Blogging, Finance, HTML, Mobile Apps und so weiter. Eine riesige Auswahl. Dann könnt ihr ganz easy zum Beispiel oben nach Find Jobs gehen. Dann können wir nach Skill suchen. Zum Beispiel nach Graphic Design Job. Und dann möchte ich ein Logo Design Jobs. Und dann finde ich hier nur Logo Design Jobs. Und könnt hier den Job finden. Euch dafür bewerben. Und richtig, richtig gutes Geld verdienen. Nee, wirklich finde ich persönlich insane gute Seite, die ich absolut empfehlen kann. Schaut sich gerne an. Übrigens, alle Links zu den ganzen Seiten findet ihr in der Videobeschreibung. Und eine wirklich, wirklich gute Seite. Kommen wir auch schon zur letzten Seite in diesem Video.
Die Seite nennt sich Workana, beziehungsweise workana.com ist die Seite. Auch eine Freelancer-Seite, Top-Freelancer-Seite an der Stelle. Seed finde ich persönlich ein bisschen, ja, ist jetzt nicht mein Design, aber mein Designgeschmack, aber okay, darüber lässt sich streiten. Auch hier sieht man sehr vielfältige Arbeit, zum Beispiel von Englisch-Spanisch-Translator zu Java-Developer, Webdesigner, Virtual Assistant und so weiter, eine Riesenauswahl. Und könnt dann hier ganz einfach Start Working as Freelancer Today, Work as Freelancer und könnt euch dann hier anmelden und direkt losstarten, Projekte machen, Geld verdienen und ja, wir können zum Beispiel, wenn wir jetzt bis ganz nach unten gehen, zum Beispiel Find Work in Design und Multimedia drücken, dann sehen wir hier schon Creation and Editing of Videos for Website and YouTube oder Webdesigner oder Animation and Motion for YouTube und so weiter und finden hier verschiedene Jobs und können dann ihr Geld verdienen. Das Ganze ist wie gesagt auch eine englischsprachige Seite, das heißt, ihr müsst im Englischen ein bisschen begabt sein. Und ja, das waren die heutigen 5 Seiten, 2 deutsche Seiten und 3 englische Seiten. Wirklich top Seiten. Lasst gerne Feedback in den Kommentaren, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Die ganzen Links wie gesagt in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Dankeschön, dass ihr das Ganze hier supportet, dass ihr immer noch da seid. Und ich hoffe, dass ich die ein oder andere Seite vorstelle, die ihr noch nicht kanntet, beziehungsweise ihr ja, vielleicht die eine oder andere Seite cool findet und selber ausprobiert. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich nochmal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.